Ich muss ja jetzt mal fragen, wer mit diesem Ergebnis gerechnet hat gestern nach 1-0 Rückstand, dass das Ding nochmal sich wendet. Arme hoch. Ehrlich, 2-3 Leute, ich bewundere euch. Nach dem 1-0, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich so innerlich ein Gefühl gehabt von, lass die Sachen einpacken, einfach einen Grill anmachen und den Blick auf die wichtigen Dinge des Lebens wenden. Ich sage ganz ehrlich, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Predigt zu tun, aber ich finde es doch irgendwie ganz interessant, mal dieses Stimmungsbild zu haben, weil irgendwie ist es krass, wie das Team dann nochmal gekämpft hat mit einem neuen Kampfgeist und das Blatt wirklich gewendet hat in einer starken Art, wie ich finde. Richtig vorbildhaft. So, aber stark ist auch, dass wir in dieser Predigtreihe, in dieser spannenden Predigtreihe der Stimme des Heiligen Geistes heute mit dem finalen Thema unterwegs sein können. Und ich weiß nicht, wie mit dem Thema geht, der Stimme des Heiligen Geistes folgen. Das fordert uns heraus an Stellen, weil wir sehr oft seiner Stimme nicht folgen. Das ist jetzt kein Vorwurf übrigens, sondern einfach eine Feststellung. Das findet in deinem Leben statt, aber auch in meinem Leben statt. Wir wollen der Stimme Gottes folgen, der Stimme des Heiligen Geistes, und wir folgen ihr doch nicht so wirklich, wie wir es uns vorstellen. Natürlich hören wir auch viele Stimmen in unserem Leben. Mal ganz ehrlich, es sind viele Stimmen in unserem Leben. Und dann noch die Stimme des Heiligen Geistes hören, da weiß man gar nicht, ob die Stimme, die man gehört hat, ob das auch die richtige ist und ob sie zu guten Entscheidungen führt, zu guten Ergebnissen. Nicht, dass es dann durch diese Entscheidung, weil wir auf diese eine Stimme gehört haben, auf einmal unser Leben noch komplizierter wird. Ist doch schon kompliziert genug, unser Leben. So ist es für uns gar nicht so leicht und ganz schön herausfordernd, wenn es sich so leicht daher sagt, der Stimme des Heiligen Geistes folgen. Nee, es ist gar nicht so easy, aber es ist auch nicht unmöglich. Denn wir haben festgestellt, dass wir es mit einem redenden Gott zu tun haben. Amen. Wir haben es mit einem redenden Gott zu tun. Er liebt Kommunikation. Sein Wesen ist Beziehung. Sein Herzschlag ist Kommunikation mit dir. Und er hat versprochen, er will durch den Heiligen Geist zu dir und zu mir reden. Wie total starke Botschaft. So, dann hat Anjana letzte Woche auch nochmal festgestellt, hey, in dem großen Stimmenwirrwarr unseres Lebens musst du eins feststellen, du kannst daraus die Stimme des Heiligen Geistes herausfiltern. Das ist möglich. Wir denken immer, das ist nicht möglich. Und sie hat uns ein paar Tools mitgegeben. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal empfehlen, diese Predigt nachzuhören online. Denn du kannst diese Dinge da nochmal richtig rausschreiben und sie ganz praktisch in deinem Leben anwenden, wenn du eine Stimme hörst und du sie herausfiltern möchtest. Das ist auch die Stimme des Heiligen Geistes, dass du nicht unbeantwortet dieser Frage nachgehst. Denn Gott möchte, dass du ein handfestes Werkzeug hast, das dich in die weiteren Step deines Glaubenslebens hineinführt. So, noch heute, diese spannende Zielgerade, in die wir uns gerade befinden, und ich könnte eigentlich da noch mehrere Wochen noch dranhängen, weil es super spannend ist, finde ich, darüber nachzudenken, wie Gott redet und auf welche Art und Weise redet. Aber heute liegt der Akzent final erstmal auf diese Fragestellung, wie folge ich eigentlich seiner Stimme? Also du hörst sie, du verstehst sie, jetzt folgst du ihr auch. Wir werden das Folgen uns unterhalten. Und ich weiß nicht, ob du ihn ein bisschen verfolgt hast in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt eine Wahnsinns-Community um seine Person, Philipp Mickenbecker. Eine krasse Lebensgeschichte. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ein paar Videos musst du mal anschauen. Du merkst auf einmal, hier lebt jemand ein Leben, das er unter normalen Umständen so nicht leben würde. Eine Krebserkrankung ereilt diesen jungen Mann, der nicht mal 24 Jahre alt geworden ist, in der letzten Woche beerdigt wurde. Anfang des Monats gestorben ist. Was sein Leben kennzeichnet ist, dass nicht die Umstände, und ich weiß nicht, ob wir uns ein bisschen hineinversetzen können, wenn du weißt, dass dein Leben nicht mehr lange geht, wie du dann denkst und handelst, ist ein super großer Unterschied, ob du ihn gottzentriert lebst, Heiliger Geist-zentriert lebst und dementsprechend deine Entscheidung triffst oder ob du ihn aus deinen Umständen heraus dein Leben lenken und leiten lässt, weil die Krankheit, du merkst, es frisst im wahrsten Sinne des Wortes dein Leben Tag für Tag auf. So, sein Leben ist gekennzeichnet, obwohl der Körper von Tag zu Tag schwächer wird und gekennzeichnet ist von der Macht dieser Krankheit, lernt man aber bei ihm, wie er redet, was er macht, was er tut, etwas ganz anderes, eine laute Liebesbekundung zu seinem Gott, wo Glaube und Hoffnung in ihm ein Motor ist, der sich nicht von den Umständen seines Lebens lenken und leiten lässt. Und ich empfehle euch einfach mal ein paar Videos anzuschauen. Das verändert dein Leben und es verändert vielleicht auch die Position, wo du gerade merkst, wo du dich von Umständen leiten lässt und es eigentlich nicht so leiten solltest.
darunter dich anleiten solltest, sondern von den Umständen Gottes, von der Stimme des Heiligen Geistes, ihr zu folgen und entsprechend gute Ergebnisse einzufahren. Ein Satz, den er in der letzten Zeit gesprochen hat, oder der ein Zitat, er hat ja vieles gesprochen, aber ein Satz ist mir hängen geblieben und er wurde bei uns auch in der Mountainbike-Gruppe geteilt und ich finde ihn treffend, wo es heißt, auch wenn mich Gott erst im Himmel gesund macht, glaube ich trotzdem, dass er ein guter Gott ist. Dieser Satz ist nicht leicht gesagt, wenn du weißt, dass du nicht mehr viele Tage zu leben hast und dass du eigentlich auch an Gesundheit, an Heilung geglaubt hast. So, dieser junge Mann, der hat eine Lebensbotschaft hinterlassen und jetzt geht es um uns. Er hat auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört und ich lade dich heute auch ein, auf die Stimme des Heiligen Geistes nicht nur zu hören, sondern ihr auch zu folgen. So, wenn du nämlich der Stimme des Heiligen Geistes zuhörst und sie auch verstehst, dann wirst du eines erleben, wenn du ihr folgst. Dein Glaube wird wachsen. Der Unterschied ist nämlich, wenn du nur hörst und kapierst, dass Gott etwas sagen möchte, aber nicht es danach folgst, kommt es nicht zu Ergebnissen. Geht dein Leben leer aus von der Rede Gottes, die er in dein Leben hineingesprochen hat. Unterm Strich null. So, das heißt also, wenn wir uns aber da auf den Weg machen, dann wirst du erleben, wie dein Glaubenleben in Fahrt aufnimmt und es wird dich zum Staunen bringen, weil du Ziele erreichst, weil du seiner Stimme hörst, sie verstehst und auch folgst, kommen auf einmal Ergebnisse zustande, die du sonst nicht erleben würdest, wenn du nicht dieser Stimme des Heiligen Geistes auch folgst. So möchte ich uns ein paar Gedanken mitgeben, zwei an der Zahl. Und ich will das ist erstmal eine taffe Frage, aber es ist insofern nicht so attraktiv, erstmal um die Probleme zu reden. Aber nun müssen wir damit mal anfangen. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, dieser Stimme des Heiligen Geistes zu folgen? Ich meine, wir können uns alle nicht davon, oder wir haben alle schon Gottes Stimme gehört. Wenn du es noch nicht gehört hast, vielleicht ist heute dein erster Tag, sie zu hören. Er redet. Du hörst sie und irgendwann verstehst du auch, ja, es ist der Heilige Geist, der redet. Ich verstehe es. Und dann passiert immer etwas, was ihr aus eurem Leben kennt und ich aus meinem Leben. Wir hören, wir verstehen und dann fallen wir in ein Loch hinein. Wir setzen es nicht um, wir folgen dieser Stimme nicht. Wir hören, wir verstehen, aber wir folgen dieser Stimme nicht. So, was sind das für Gründe, dass wir beim Scheitern hören, beim Hören noch nicht scheitern, aber beim Umsetzen sehr oft scheitern? Der Heilige Geist spricht zum Beispiel in dein Leben hinein, kläre deinen Konflikt, deinen Beziehungskonflikt. Er redet zu dir. Du verstehst, es ist der Heilige Geist, der zu dir redet. Er wirbt um dich, dass du deinen Konflikt klärst. Er hat sich über längere Monate vielleicht schon aufgestaut, dein Beziehungskonflikt. Es ist ein Problem in deinem Leben. Aber es kommt nicht, dass du der Stimme des Heiligen Geistes folgst. In ein Entscheidungsloch fällst du. Du klärst die Sachen nicht. Du überdauerst sie. Du setzt sie aus. Der Heilige Geist spricht zu dir zum Beispiel, dass er mit deinen Finanzen, die du hast, dass du andere segnen sollst. Zum Beispiel eine Person, die er dir aufs Herz gelegt hat. Segne diese Person mit einer Summe X und werde zum Segen. Segne diese Familie mit einer Summe X und werde zum Segen. Segne deine Kirche mit einer Summe X und werde zum Segen. Du hörst, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Du verstehst auch nach einer Zeit, ja, er meint dich, du sollst da was machen. Aber du fällst in ein Entscheidungsloch, es kommt nicht zur Umsetzung, du folgst nicht. Du hast vielleicht vom Heiligen Geist gehört, dass er um dich wirbt, dass deine Ängste und deine Sorgen in deinem Leben, dass er sich um sie kümmern möchte. Der Heilige Geist spricht in dein Leben, ich bin für deine Sorgen da, ich bin für deine Ängste da. Emman, verstehst du, er ist für mich da, er möchte, dass ich meine Sorgen, meine Ängste bei ihm ablege. Was passiert? Du fällst in ein Entscheidungsloch, du behältst deine Sorgen bei dir, du behältst deine Ängste bei dir und du kommst nicht dazu, dass du ihm deine Sorgen, deine Ängste überbringst. So, was hindert uns denn eigentlich daran, in dieses entscheidende Kriterium nicht nur zu hören, nicht nur zu verstehen, sondern auch zu folgen, nicht abzubrechen, sondern kontinuierlich beizubringen? Welche Hinderungsgründe sind denn das? Ich glaube, wir können Ihnen auf den Grund gehen und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese spannende Definition. Zwar habe ich hier ein Gefäß mit klarem Wasser aufgestellt. Dieses klare Wasser symbolisiert, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, sie zu verstehen und auch ihr zu folgen. Klares Wasser, klarer Durchblick im Leben. Du hörst seine Stimme, du verstehst sie und du folgst ihr. Best of Version.
Was passiert uns aber bei uns? Wir haben ein Problem, dass nämlich wir eine gewisse Färbung hineinbringen in unserem Leben. Ich möchte es mal symbolisieren mit dieser Färbung, dieser gelben Färbung. Diese Färbung von diesem Gelben, was einst mal klar war, wundert dich. Es kommt Färbung in dein Leben. Das sind die Konflikte in deinem Leben, die du einfach ausdauernd bei dir behältst. Eine kleine Färbung, nicht so schlimm, aber über die Jahre hinweg ist dein Beziehungskonflikt, von dem ich gerade geredet habe, immer noch da. Und du wunderst dich, warum diese Färbung in deinem Leben so stattfindet. Darf ich dir sagen, was einer der Gründe sein kann? In deinem Elternhaus wurden Konflikte nie ausgetragen. Sie wurden immer geschwiegen. Sie wurden umschifft. Sie wurden ausgesetzt. Es gab Konflikte. Jeder wusste, es gab Konflikte. Aber es wurde nicht darüber geredet. Es wurde nicht zur Sprache gebracht. So wurde geschwiegen, obwohl diese Beziehungsstörungen da waren. Und dann kamen Störungen in dein Leben hinein. Eine Störung, eine Färbung deiner klaren Sicht, die du brauchst, um der Stimme des Heiligen Geistes sie zu hören, sie zu verstehen und ihr zu folgen. Es kommt eine Färbung hinein, das klare Wasser ist nicht mehr da. Ich möchte noch einen draufsetzen, da kommt eine andere Färbung in dein Leben. Eine Färbung, mit der du vielleicht auch nicht gerechnet hättest. Gott spricht zu dir, der Heilige Geist spricht zu dir. Werde zum Segen mit deinen Finanzen für andere Menschen. Und ein Einfluss kommt in deinem Leben. Was ist dieser Einfluss? Dein Umfeld, deine Kultur, in der du aufgewachsen bist, in der du lebst, sagt, ich zuerst. Ich denke zuerst an mich, an meine Bedürfnisse, an meine Wünsche, an meine Vorstellungen, an meine Prinzipien. Meine Finanzen gehören mir. Aber der Heilige Geist spricht doch zu dir. Setze deine Finanzen frei für diese Familie. Setze die Finanzen frei für diese Person. Setze deine Finanzen frei für deine Kirche. Und in dir ist eine Prägung des Zurückhaltens, weil du sagst, ich zuerst. Aus welchen Gründen diese Haltung da ist, das Zusammenhalten da ist, die Enge da ist. Aber der Heilige Geist redet zu dir, du verstehst ihn und du setzt es nicht um. Es kommt eine Färbung in deinem Leben zustande, die dich nicht klar sehen lässt, dass das die Stimme des Heiligen Geistes ist. Und sie lässt dich ablenken und du setzt die Dinge aus in dein Leben, die eigentlich, wo der Heilige Geist klar gesprochen hat und nicht zur Sprache kommen. Es kommt noch eine weitere Färbung mit dazu. Ich habe gerade darüber gesprochen, über diesen Punkt von, dass die Konflikte, die da sind in deinem Leben, das Gebeverhalten, das du zurückhältst, aber auch die Angst, die in deinem Leben herrscht, dich so einpacken kann, dass eine Färbung dazu kommt, wo du dich wunderst, dass solche Dinge passieren können. Es wird dunkler in deinem Leben. Der Blick wird noch trüber. Du wunderst dich, warum du deine Angst nicht bei ihm ablässt, obwohl du weißt, dass deine Angst bei ihm sehr gut aufgehoben ist. Die Sorgen deines Lebens trägst du um dich herum. Du umarmst deine Sorgen, du umarmst deine Ängste. Und der Heilige Geist spricht zu dir, ich bin gekommen, um deine Sorgen, deine Ängste auf mich zu nehmen. Du hast seine Stimme gehört. Du verstehst, dass er geredet hat, aber du lässt deine Sorgen, hält sie weiter fest. Du umarmst deine Sorgen, deine Ängste und wunderst dich darum, dass deine Sicht auf das Hören der Stimme des Heiligen Geistes trüb wird. Könnte es sein, dass es mit deinem Gottesbild zu tun hat? Könnte es sein, dass du Gott nicht zutraust, dass er stark genug ist, deine Angst, deine Sorgen auf sich zu nehmen? Weil du gewohnt bist, selber zu kämpfen, von Kindesbein auf, stark zu sein, durchzuhalten, dass du selbst Gott nicht zutraust, dass er deine Ängste und deine Sorgen tragen kann. Dass er dafür da ist, dass der Stimme des Heiligen Geistes nicht die Power hat, dazu zu kommen, dass es zu einem Folgen kommt, zu einer Entscheidung kommt. Jetzt gebe ich ihm meine Sorgen, jetzt gebe ich ihm meine Ängste, sondern du behältst sie bei dir, obwohl du weißt, er hat geredet, obwohl du ihn verstanden hast und es kommt nicht zu einer Umsetzung. Da gibt es noch weitere Prägungen und die deine Sicht trüben, weitere Einschnitte, das kann die Minderwertigkeit sein in deinem Leben, die das Wasser noch mehr zum Trüben bringen. Es kann vielleicht auch eine Art von Kompromissfähigkeit sein, das Leben nicht in der Kompromissstärke zu leben, die es eigentlich von Gott her für dein Leben vorgesehen hat, ein kompromissloses Leben für ihn zu leben. Es können aber Charakterschwächen sein, wie Missgunst oder Neid. Und der Heilige Geist redet zu dir, gib mir das. Lass los, du brauchst es nicht. Und du merkst auf einmal, ja, ich weiß, es ist der Heilige Geist. Ich habe ihn gehört. Ich habe auch verstanden, dass er es.
aber du lässt nicht los. Und viele andere Dinge können es sein in deinem Leben. Und da fragt man sich, wie geht denn das überhaupt, dass wir in diesem trüben Wasser unseres Lebens einen klaren Durchblick haben, dass wir nicht nur hören, nicht nur verstehen, sondern auch folgen können dieser Stimme des Heiligen Geistes, wenn sie zu uns spricht. Ich möchte mit uns in ein Bild hineingehen von der Taufe, wo Jesus sich hat taufen lassen. Ich finde das Bild total spannend und total stark, weil wir einerseits auch in drei Wochen unsere Taufe haben. Ich freue mich sehr drauf, wir haben schon einige Anmeldungen. Das ist ein Bekenntnis, wo Leute, die zum Glauben gekommen sind, wo Leute ihren Weg mit Gott gehen, dass sie sagen, sie lassen sich taufen auf seinen Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie feiern diesen Moment, weil dieser Gott so viel Gutes in ihr Leben getan hat. Wir werden das richtig als Gemeinde auch feiern. Und das ist der eine Grund, dass wir jetzt ein bisschen darauf eingehen, dass du verstehst, was Taufe eigentlich bedeutet. Und der andere Grund ist eigentlich auch noch viel tiefer in Bezug auf das Thema. Du wirst herausfinden jetzt gleich, dass es zwei Stimmen gibt, die in diesem Gespräch das Thema nochmal vertiefen. Nämlich diese Frage, wie Jesus der Stimme des Heiligen Geistes folgt. Und ihr werdet auch eine andere Stimme dort mitbekommen, die anders reagiert. So, Matthäus 3, Vers 13 und 14 möchte ich gern lesen. Dort steht, dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Zwei Stimmen, eines richtig, eines falsch. Lass uns das mal herausfinden. Jesus kam aus Galiläa und hatte einen richtigen Fußmarsch, um dort an den Jordan zu kommen, wo Johannes der Täufer tauft. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Jesus kommt in seinen Gedanken dazu, sich taufen zu lassen zu einer Bußtaufe. Mal ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Der Gottessohn, der Menschensohn will sich taufen lassen. Jetzt müssen wir dir das mal vorstellen, wie das vielleicht stattgefunden hat. Der Johannes tauft dort die Bußtaufe. Die Leute kommen aus den Städten herzugeströmt. Hunderte von Menschen sind dort und wollen ihr Bekenntnis, ihre Sünden zu lassen, dort mit bekennen, mit diesem Untertauchen in dieses halb saubere Wasser. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, wie so eine Taufe stattgefunden hat. Ich denke, dass der Johannes ab und zu mal gepredigt hat zwischendrin, aber dann wird er größtenteils das so gemacht haben. So, alle in einer Reihe und los geht's. Taufen, nächster, taufen, nächster, taufen, nächster. So wird es gegangen. Dann wird es richtig ratzfatz. Und dann wird er irgendwann, als er hochgekommen ist, wird er sich sagen, da ist Jesus in der Reihe. Was spinnt der? Der will sich von mir taufen lassen? Bei ihm geht ein Filmgedanken los, das geht nicht. Ich kann doch nicht den Sohn Gottes taufen in Bezug auf das Thema der Buße. Und merken wir, was für ein Wasser bei ihm in Entscheidungskriterien kommt, dass er nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes hört, was hier eigentlich gerade passieren soll, sondern dass er eine Art Färbung in seinem Leben hat von religiöser Kultur, wie etwas stattzufinden hat und wie etwas nicht stattzufinden hat. Er kommt an diesen Punkt, wo er verzweifelt und sagt, jetzt ist er gleich dran. Was soll ich denn machen? Er soll getauft werden, das will ich nicht zulassen. Und dann kommt dieser Moment, wo Jesus diesen einen Satz zu ihm sagt, Johannes, lass es geschehen. Johannes, lass es geschehen. Und man möchte sich die Frage stellen, warum? Weil der Johannes ist doch logisch, wie er denkt. Aber er ist zutiefst getrübt von seinem Bild auf die Szenerie, die er gerade durchzieht. Und er hört nicht auf dieses Momentum, das Gott hier gerade schenkt, eine Art Wegbeschreibung der Heilsgeschichte, die hier gerade veranstaltet wird. So redet er davon, das lasse ich nicht zu, dass ich dich taufe. Und Jesus sagt einfach nur, Johannes, lass es geschehen. Und wir müssen feststellen, um was geht es hier eigentlich? Wer wird denn hier getauft und zu was wird er getauft? Er wird im wahrsten Sinne des Wortes nicht getauft zur Buße, sondern hier wird etwas bekannt, was viel später die Heilsgeschichte betrifft und den Sieg der Siege beschreibt. In dem Runtertauchen von Jesus wird etwas bekannt, dass derjenige, der dort runtergetaucht wird, Jesus Christus, er die gesamte Schuld der Menschheit auf sich nimmt und untergetaucht wird symbolisch über das, was Jahre später passieren wird. Mehr noch, in diesem Untertauchen wird etwas vonstatten gehen. Das bekennt Jesus in seiner Taufe, wo untergetaucht wird, dass jeder Mensch, der an ihn glaubt, den Geist Gottes bekommen wird. Kindgottesschaft wird ausgegossen in die Menschenherzen, die ihn kennen. Ab nun ist Beziehung mit Gott wieder möglich. Ein Leben ohne Gott ist nicht mehr passé, sondern ist möglich, weil dieser Jesus sich untertauchen lässt für das, was da später kommen wird. Und jetzt kommt es, er wird wieder hochgeholt, dieser Jesus. Wisst ihr, was die Symbolik ist?
Er wird ein paar Jahre später, wenn er am Kreuz gestorben ist, wenn er in die Grabeshöhle gelegt wird, wird er auferstehen. Das symbolisiert die Taufe, wo Johannes ihn tauft. Er hebt ihn hoch für ein Auferstehungsleben. Und mehr noch, es ist die Kraft der Auferstehung, die auch dich auferstehen lässt. Zu einem Leben mit ihm, zu einem ewiges Leben mit ihm. Wow! Merken wir, was es bedeutet, ein trübes Wasser und eine Beurteilung des Lebens und wie der Heilige Geist redet, so einen Unterschied macht und der Stimme des Heiligen Geistes zu folgen, sie zu verstehen, also zu hören, zu verstehen und auch zu folgen. Ein maßgeblicher Unterschied. Johannes kapiert diesen Moment nicht, aber Jesus leitet ihn durch. Und Johannes versteht, hier ist etwas Größeres am Wirken. Etwas, was ich nicht verstehe. Okay, ich mach's. Aber versteht's nicht. Ein paar Jahre später versteht er's. Er weiß, wozu Jesus getauft wurde. Zur Vergebung der Schuld der Menschen. Zur Auferstehung. Und für eine Gotteskindschaft der Gegenwart und der Ewigkeit. So, Jesus kündigt klares Wasser an mit dieser Taufe. Ein klares Wasser für die Menschheit. Und hier ist natürlich die Frage nochmal ein draufgesetzt. Wie gelingt es uns denn nun, der Stimme des Heiligen Geistes zu folgen und nicht diesem trüben Wasser mit unseren Prägungen, mit unseren Einschränkungen, mit unseren Ansichten und mit unseren kulturellen Strömungen, denen wir unterliegen, unseren Blick auf die Stimme des Heiligen Geistes zu verwässern? Wie gelingt es uns, ihm dort zu hören? Der Stimme des Heiligen Geistes zu folgen, ist eine ganz simple Gleichung. Und ich hoffe, ihr könnt da mitgehen von diesem Punkt. Er ist so simpel, aber doch ist es unser größter Step, den wir gehen müssen, dass wenn es vom Hören und Verstehen zum Folgen geht, braucht es eigentlich nur eine Sache. Wenn du der Stimme des Heiligen Geistes folgst, musst du Jesus nachfolgen. Jetzt sind noch Grenzen eurer Begeisterung. Wenn du der Stimme des Heiligen Geistes folgen wirst, dass er zur Umsetzung kommt, dann musst du ihm nachfolgen. Ihm nachfolgen. Ihm nachfolgen. Jetzt fragst du, ja, das weiß ich schon, weiß ich. Aber wir tun es so oft, so wenig. Du erwartest, dass er in dein Leben spricht. Du hörst seine Stimme und du tust es nicht. Weißt du, woran das liegt? Weil du ihm nicht nachfolgst. Du läufst ihm nicht hinterher. Darf ich dir einen Text dazu geben, was hier entscheidend ist? Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Das heißt, du gibst dein Leben in Gottes Hände, sein Kreuz aufnehmen. Das heißt, dein ganzes Leben nimmst du in das Leben, in der Nachfolge zu ihm mit. Du gehst ihm hinterher. Du gehst nicht irgendwelchen Dingen hinterher in deinem Leben, irgendwelchen Färbungen, sondern du gehst ihm hinterher. Wenn du ihm nachfolgst, wirst du auch die Stimme des Heiligen Geistes hören und auch folgen, weil er dir vorangeht, weil er dir, und das finde ich nochmal entscheidend, weil er derjenige ist, der dir dieses klare Wasser einschenkt. Dieses klare Wasser ist das Wasser, das am Kreuz von Golgatha für dein Leben, für heute ausgegossen ist, nämlich, dass dein Leben immer wieder erneuert wird von diesem trüben Blick, von dieser eingeschränkten Sichtweise, du zu einem klaren Blick kommst und du zu der Umsetzung kommst. Das Hauptproblem, das wir haben, ist, wir lenken uns immer wieder ab von den Dingen unseres Lebens, von den Prägungen unseres Lebens. Der Heilige Geist spricht zu dir, kläre deinen Konflikt. Dein trübes Wasser vernebelt dir die Sicht und du setzt die Dinge aus. Es wird Zeit, dass du unter die Kraft des Kreuzes kommst und reines Wasser dafür sorgt, dass der Blick wieder klar wird. Dieser klare Blick wird dazu führen, dass du gute Entscheidungen treffen kannst und sie auch befolgst, weil du ihm nachfolgst. Der Heilige Geist spricht zu dir, komm aus deiner Komfortzone heraus. Gehe mutige Glaubensschritte. Vielleicht auch der Schritt, dass du sagst, ey, ich weiß, ich muss mich echt schon lange mal taufen lassen. Der Heilige Geist ist am Reden. Der Heilige Geist ist am Arbeiten und du weißt, er hat geredet. Aber du bist eingeschlossen in diesem trüben Wasser deiner Prägungen, deiner Emotionen, deiner eigenen persönlichen Vorstellung. Ist es an der Zeit, dass Jesus dir das klare Wasser zeigt, wo du klar hindurchschauen kannst und sehen kannst, was er mit deinem Leben vorhat? Folge ihm nach und du wirst seine Stimme, der Stimme des Heiligen Geistes auch folgen. Im Punkt deiner Finanzen. Du glaubst, du beraubst dich von Finanzen, wenn du ihm gibst, wenn er zu dir redet? Da kennst du Gott nicht. Wenn du ihm gibst, weil er zu dir geredet hat, wird er dir ein Vielfaches wiedergeben.
weil Gott der reichste Gott ist auf der ganzen Welt. Und er lässt sich niemals etwas rauben, weil er so reich ist und über Bitten und über Verstehen segnet, 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 segnet. Aber er will dich hinführen, ein Gebeverhalten zu haben, das nicht logisch ist, das nicht so abgeklärt ist durch das trübe Wasser deiner Prägung, sondern du sagst, ich will mein Herz frei machen, ich will einen klaren Blick haben. Der Herr hat geredet, ich habe es verstanden und ich folge dieser Stimme, weil ich ihm nachfolge und ich gebe im Vertrauen auf Gott. Deine Angst, deine Sorge lässt dich so umschließen von deiner Angst. So viel von deinen Befürchtungen haben dich im Griff. Dann folgst du ihm übrigens gerade nicht nach. Darf ich das mal an dieser Stelle sagen? Wenn deine Angst regiert, dann regiert das trübe Wasser und du folgst nicht nach. Deine Nachfolge, deine Jüngerschaft hat Stagnation erlitten. Dann ist an der Zeit, ihm wieder nachzufolgen. In der Nachfolge wird klares, reines Wasser freigesetzt für dein Leben, wo du in die Lage hineinkommst, jetzt gebe ich meine Sorgen ab. Jetzt gebe ich meine Befürchtungen ab, meine Ängste, meine Zukunftsängste. Die Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, das wird nichts. Ich bin dazu nichts nutze. Ich habe keine Perspektive in meinem Leben. Ich sage dir, in der Nachfolge kommt es zu einem Folgen von seiner Stimme. In dem Paralleltext steht ein wichtiger Aspekt, weil so manch einer wundert sich, dass er in der Nachfolge durchstartet und dann wieder rumschwenkt auf dieses trübe Wasser, also Kompromisse eingeht. Darf ich dir das sagen, woran das liegt? Dieser Vers steht in Lukas Evangelium, heißt dort nämlich, wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz täglich auf sich. Kleines Geheimrezept. Wenn du einmal am Sonntag kommst und denkst so, jetzt würde ich mal gerne nachfolgen, dann will ich dir sagen, dann verbringst du den Großteil deiner Woche hier. No benefit. Wenn du an zwei Tagen in der Woche sagst, jetzt folge ich nach, ich habe in der Bibel heute gelesen, würde ich sagen, der Rest der Woche ist durchsäuert mit einem trüben Wasserblick auf das, wo der Heilige Geist zu dir reden möchte, wo du ihn verstehst und wo du ihm auch folgst. Wird trüb sein. Nachfolge ist eine Tagesentscheidung. Wenn du morgens aufstehst, wenn du deinen Kaffee eingießt und deine Zähne putzt, ist an der Zeit zu sagen, nachfolgen, denn ich will der Stimme des Heiligen Geistes folgen. Das ist das Prinzip. Nachfolgen, ihm nachfolgen, er geht dir voran, denn du willst auch der Stimme des Heiligen Geistes folgen. Du willst nicht nur hören, du willst nicht nur verstehen, sondern du willst auch umsetzen. Nicht in das Entscheidungsloch fallen, wo du immer wieder aufstehst, fällst, aufstehst, fällst, aufstehst, fällst. So, in dem nächsten Lied, das wir jetzt gemeinsam, leider noch nicht gemeinsam, aber zumindest wo wir gemeinsam diese vor Gott treten, bin ich so stark näher an sein Herz. Es gilt, näher an sein Herz zu kommen. Wenn die Stimme des Heiligen Geistes mehr Gehör geben möchtest, dann brauchst du mehr Nähe zum Herzen des Vaters, zum Herzen des Heiligen Geistes, zum Herzen von Jesus. Er hat das Geschenk gemacht, das trübe Wasser in klares Wasser zu geben. Es ist an der Zeit, ein neues Statement in deinem Leben zu diesem oder jenem Lebensbereich, ich habe nur Beispiele genannt, zu sagen, ich bin nicht mehr bereit, in dieser Folge weiterzuleben, dass immer ein Abbruch kommt beim Folgen. Dann ist hier die Möglichkeit, weil wir uns hier auf diesem Lied, da geht es um den Heiligen Geist, ihm mehr Raum zu geben, ihm mehr Kontrolle zu geben. Dass du dort ein persönliches Statement, wenn du magst, als Reflexionsmöglichkeit mit einbaust. Vielleicht trifft es dich auch in dieser Tauffrage, ein Statement zu sagen, hier stehe ich. Ich möchte mich taufen lassen auf Grundlage meines Glaubens. Ich will klares Wasser in meinem Leben haben. Ich will nachfolgen. Mein Gott ist größer, ist stärker. So, herzlich eingeladen dazu, an diesem Punkt nicht passiv zu bleiben, sondern es ist eine Tagesentscheidung, täglich das Kreuz auf dich zu nehmen. Täglich das Kreuz auf dich zu nehmen. Es hat einen Lohn, es hat eine Frucht. Du glaubst gar nicht, was da drin für Kräfte enthalten sind. Du anfängst nicht nur die Stimme zu hören, sie nicht nur zu verstehen, sondern ihr zu folgen, weil du ihm folgst. Das lass uns tun.